Kastelburg ist das Wahrzeichen der Stadt Waldkirch. Die Herren von Schwarzenberg haben die Kastelburg um 1280 erbaut. Zur Ruine führt der Ritterweg mit mannshohen Ritterstatuen am Wegesrand. Die Abzweigung des Fußweges zur Burg beginnt ca. 200 Meter hinter dem Bahnhof an der Straße Richtung Krankenhaus. Der Aufstieg dauert ca. 20 Minuten. Entlang dieses Ritterweges erzählen 8 mannshohe Ritterfiguren aus ihrem Leben. Von der Burg hat man eine herrliche Aussicht über die Stadt Waldkirch zum Haus Berkandel sowie in die Rheinebene. Sie ist die Ruine einer Höhenburg auf 368,3 Meter über Normalnull, oberhalb von Waldkirch im baden-württembergischen Landkreis Emmendingen. Sie steht auf einem Hügel 100 Meter oberhalb der Innenstadt von Waldkirch. Die Entstehungszeit der Kastelburg datiert zwischen 1250 und 1260 durch die Herren von Schnabelburg, Eschenbach und Schwarzenberg. Nachdem die Burg um 1500 durch einen schweren Brand zerstört wurde, konnte sie doch im Anschluss wieder aufgebaut werden. 1634 fiel sie einem weiteren Brand zum Opfer und verfiel dann zu einer Ruine. Die Außenmauer der Kastelburg ist zum größten Teil auf der Bergfried, wurde wieder aufgebaut. Auch wer sich nicht mit der Architektur mittelalterlicher Burgen auskennt, findet schnell heraus, wo welches Gebäude nun stand. Im Elstal-Museum in Waldkirch gibt es übrigens ein Modell der Kastelburg zu sehen, die auch als Ruine noch ein klassisches Bild des mittelalterlichen Burgenbaus im Breisgau vermittelt.